steige ich schon freudig aus dem Bett, weil ich meistens am Wochenende irgendwelche Ideen habe, die ich montags gerne kundtun möchte und die ich umsetzen möchte. Also ich muss dann kommunizieren. Also meine größte Herausforderung war sicherlich die Bewältigung von der Flutkatastrophe im Ahrtal oder die Mitarbeit daran. Also ich schätze die Verlässlichkeit der Greengate AG, die kompetenten Mitarbeiter, dieses Agieren auf Augenhöhe auch in den oder gerade in den Arbeitskreisen mit dem Kunden. Ich bringe mit die Leidenschaft für das Thema, die Interesse an der Technik, an den Themen, die wir beackern. Was mich fasziniert, sind die Lösungsansätze, die wir haben, die wir erarbeiten und letzten Endes auch, was ich sehen möchte, ist den Erfolg, den langfristigen Erfolg beim Kunden. Wenn wir eine Lösung bringen, natürlich haben wir für den Moment wahrscheinlich die Lösung, aber haben wir die auch nach, also kann man rückblickend auch sagen, die Entscheidung damals war richtig und das ist was ich umsetzen möchte. Übernehmen die Verantwortung für die Ressorts, Support, Produktmanagement und Entwicklung, weil die Themen meiner Leidenschaft entsprechen. Und ich denke, Leidenschaft ist der beste Antrieb, den man mitbringen kann. Die drei Ressorts hängen ja sehr eng zusammen. Da kommen die Informationen zusammen. Und ich glaube auch, dass man da ein wirkungsvolles Handeln umsetzen kann. Man wird die Ergebnisse sehen. Also wie ich gefragt worden bin, welche Ressorts ich mir vorstellen kann, waren die drei auch direkt auf meiner Agenda. Und das war schon ja mit einer der Bedingungen. Weil es macht wenig Sinn, wenn ich Finanzen mache. Ich kann zwar Zahlen lesen, aber die berühren mich dann. Also natürlich sollen die positiv sein, aber die berühren mich dann nicht wirklich. Wohingegen, wenn der Entwickler, wenn ich sehe, wie ein neues Produkt entsteht, wenn ich am Bildschirm sehe und der Kunde sieht es ja noch nicht, also da bin ich ja dann prädestiniert für, beziehungsweise auch privilegiert. Das freut mich einfach. Ich habe da Spaß dran. Strategisch geht es mir darum, also klar ist Instandhaltung unser Ursprung und auch unser Thema, das wir schon sehr, sehr gut besetzen, aber ich glaube, dass wir weit mehr sind wie Instandhaltung, weil in vielen Bereichen bei unseren Kunden werden wir auch schon in ganz anderen Bereichen eingesetzt, in der Prozessthematik, im Bau von Anlagen. Das sind auch Sachen, wo wir stark sind. Und den Bereich würde ich gerne weiter ausbauen, sodass wir das Ganze auch etablieren in diesem Bereich. Also fachlich sehe ich bei unseren Anwendern den Wunsch nach der Mobilität der Anwendung, nach Weblösungen stehen mit Sicherheit da auch im Vordergrund in dem Bereich der verschiedenen Sparten. Wir haben in unserem Anwenderkreis, wir haben die Industrie, wir haben die Energieversorger. Bei den Energieversorgern haben wir die Energiewende. Industrie ist momentan auch vor einigen Herausforderungen, die wir da gut unterstützen können. Wir haben die Windenergie im Bereich der erneuerbaren Energien, was übrigens sehr, sehr schönes und ein sehr, sehr interessantes Thema. Und wir haben die klassischen Service-Dienstleister, die natürlich in allen Bereichen, in allen Sparten aktiv sind. Also wo ich richtig Spaß dran hätte, wäre ein Freizeitpark, Vergnügungspark. Weil zum einen bin ich da selber gern, da bin ich immer noch so ein Stück weit Kind geblieben. Und ich gucke da auch hinter die Kulissen, man sieht da wirklich sehr viel Technik. Alles, was wir sonst bei Versorgern oder auch in der Industrie im relativ Großen haben, hat man da im Kleinen, kompakt, schnell. Also das ist ein Bereich, der mich echt fasziniert und wo ich persönlich jetzt Interesse habe, also wo ich echt Spaß dran hätte. Und das ist auch ein Gebiet, wo ich unsere Software absolut im Einsatz sehe, also wo wir unsere Stärken haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Jungs bei der Umsetzung da richtig Spaß hätten. Man sieht uns wahrscheinlich immer nur bei den klassischen Sparten, Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, Abwasser.
Aber darüber hinaus bieten wir noch mehr. Also oftmals hat man kleine Randgebiete, die von gerade bei den Stadtwerken, die irgendwo noch in der Betriebsführung, in der Zuständigkeit sind. Wir haben Hallenbäder, Parkhäuser, Spielplätze, öffentlicher Bereich, wo auch Instandhaltung notwendig ist, wo Prozesse aufbauen, die dann immer noch mal eben mitgemacht werden. Und das sind auch genau die Punkte, wo wir stark sind, wo wir sehr schnell und sehr einfach noch Punkte integrieren können, die wir dann prozesstechnisch abhandeln können. Also die großen Herausforderungen sind in der Instandhaltungsbranche mit Sicherheit die Digitalisierung. Ist ein Schlagwort, macht man eigentlich schon, also seit ich denken kann oder seit ich in den Beruf eingestiegen bin, ist Digitalisierung immer ein Thema. Aber wir haben natürlich große Herausforderungen, Big Data, Internet der Dinge, KI als großes Schlagwort aktuell. Wir haben Fachkräftemangel als Problem, auch überall. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema geworden, was vorher auch nicht so auf dem Schirm war. Was uns auch noch umtreibt, ist die Komplexität der Anwendung, sicherheitstechnische Themen in der IT, die mit Sicherheit auch neue Ausmaße annehmen und Anforderungen auch an die Software stellen. Aber wir haben auch die klassischen Punkte wie Kostenmanagement, Kostenkontrolle, Ressourcenverteilung, Effizienz, die eigentlich immer genannt werden. Und in dem Zusammenhang ist auch die Rolle der Instandhaltung in den letzten Jahren hat sich geändert. Die Märkte ändern sich, also wohingegen früher der Instandhalter die klassische Reparatur durchgeführt hat durch irgendeinen Austausch, geht das Ganze wirklich in eine vorausschauende Planung. Zu den Themen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, der Instandhalter weiß, wie die Maschine läuft, der kennt die Verbräuche, der kennt die Eigenheiten. Die Mitbewerber oder beziehungsweise die Hersteller von Maschinen ändern auch ihre Strategien. Früher wurden zum Beispiel Rollenlager verkauft als Produkt. Heute wird die Bewegung als Eigenschaft verkauft. So, genau das sind die Themen, wo wir unterstützen können. Also Fachkräftemangel, klar, können wir nicht beseitigen, aber durch die Aufnahme der Daten und durch die Unterstützung in der Anwendung selbst haben wir natürlich die Möglichkeit, ein schnelleres Onboarding durchzuführen der neuen Mitarbeiter. Bad Neuenahr als Thema, die Flutkatastrophe, da war das ja eigentlich schon so. Also man hat gesehen, dass wenn man die richtigen Werkzeuge hat, sehr schnell in der Lage ist, Fachkräfte, die man dann auch hat, in das Thema einzuarbeiten, denen die Punkte mit an die Hand zu geben. Ja, klassisch können wir Kosten sichtbar machen, wenn wir die Prozesse, wenn die ordentlich aufgebaut sind, sodass wir in dem Bereich auch unterstützen können und auch die Themen Sicherheit, TSM-Zertifizierung, alles so, was die Unternehmen umtreibt. Wenn der Zertifizierer sieht, dass dahinter eine Strategie steht, ein klarer Plan, eine Vision, ist auch schon mal sehr, sehr hilfreich. Meines Erachtens nach befinden wir uns aktuell im technologischen Wandel hin zur Mobilität, zur Cloud. Wir bieten Low-Code, No-Code-Lösungen. Ein gutes Beispiel ist die Bewältigung der Flutkatastrophe im Ahrtal, wo wir mit diesem Ansatz in der Lage waren, während den Besprechungen die Anwendung quasi zu konfigurieren und Aufgabentätigkeiten zu definieren und konnten direkt damit dann auch an den Start gehen.